Sonne, Strand und Urlaubsfeeling sind ideale Bedingungen für das größte Beach-Rugby-Turnier der Hauptstadt. Und wo geht das besser als auf der schönsten Beachanlage Berlins? Beachmitte. Wir haben uns heute hier angemeldet, weil wir einfach super viel Spaß haben wollten, weil Rugby der total integrative Sport ist und es gar nicht um den Sieg geht, sondern einfach nur um den Spielzug und gemeinsam Sport zu machen. Insgesamt 17 Mannschaften aus Deutschland, Österreich und sogar dem Vereinigten Königreich duellieren sich an diesem Wochenende. Und dabei ist klar, dass es nicht immer sanft zugeht. Das Turnier ist für Rugby-Liebhaber und Berliner längst nicht mehr unbekannt. Denn das Beach-Rugby-Turnier des Berlin Irish Rugby Football Club findet bereits zum dritten Mal statt. Und in jedem Jahr zieht es mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Beachvolleyballanlage. Hier haben wir viele Freunde. Wir haben viel Spaß und es ist schön warm. Wir hatten eine wirklich tolle Zeit mit allen Rugby-Spielen. Doch wie funktioniert Beach-Rugby eigentlich? Auf dem 30x15 Meter großen Spielfeld treten die Mannschaften mit jeweils 5 Spielerinnen oder Spielern an. Ein Spiel dauert 2 Halbzeiten zwischen je 5 und 7 Minuten. Für die Rugby-Teams gilt es, in der relativ kurzen Zeit schnell zu agieren, den Rugbyball von der gegnerischen Mannschaft zu ergattern und diese durch Tackling oder Festhalten zu stoppen. Die größte Herausforderung ist hierbei das Laufen im Sand. Gespielt wird in Rugbyhosen und Trikots, allerdings ohne Stutzen und Schuhe. Zudem ist ein Mundschutz verpflichtend. Die Schiedsrichter haben darauf geachtet, dass Tackles, das heißt, wie Leute quasi umgehauen werden, wirklich unterhalb der Hüftlinie stattfinden und nicht oberhalb der Brust gar, weil das wirklich gefährliches Spiel wäre. Der Anstoß erfolgt dann durch die zuerst genannte Mannschaft. Da es keine Torstangen gibt, wird das Ablegen des Balls im gegnerischen Feld meist mit einem Punkt gewertet. Somit gewinnt die Mannschaft das Spiel, welche die meisten Versuche erzielt. Beim Berliner Beach Rugby Turnier setzen sich die Flying River Pirates bei den Männern und die Flying Wombats bei den Damen durch. Ich finde es mega, wir haben großen Erfolg. Wichtig ist, dass wir alle zusammengekommen sind aus, sag ich mal, verschiedenen Gründen und konnten zocken zusammen. Verschiedenes Alter, war überragend. Anschließend geht es vor allem darum, den Tag in feuchtfröhlicher Atmosphäre mit einer Tombola und dem typischen Boat Race ausklingen zu lassen. Man sieht wirklich viele Rugby-Spielerinnen, die man aus von der Vergangenheit, von verschiedenen Vereinen kennt. Man sieht sich wieder, man kann sogar zusammen zocken, was richtig viel Spaß macht. Ihr liebt Sonne, Strand und Urlaubsfeeling und probiert gerne mal etwas Neues aus? Dann ist Beach Rugby genau das Richtige für euch, am Strand im Herzen von Berlin. Schließlich bietet Beachmitte beste Bedingungen für Actionsport im Sand.